Genau, ich kann ja mal ein bisschen was erzählen. Drei. Und zwar, der Bauernhof, den ich unterstütze, heißt Kuhaltersheim Hof Butenland. Das ist ein Kuhaltersheim, vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört. Die sind ziemlich aktiv, die sind an der Nordseeküste, haben die ihren Hof. Jan Gerdes und Karin Mück, und die zwei waren bis eigentlich ihr Lebtag Bauern. Also ganz normale Bauern, wie man das so kennt. Jan hat seinen Hof übernommen vom Vater. Er hat noch einen normalen Betrieb gehabt. Dann hat er gedacht, ach so, gut ist das eigentlich nicht hier für die Tiere. Ich schalte mal um auf Bio. Und selbst bei Bio hat er dann irgendwann gedacht, das wird den Tieren einfach nicht gerecht. Irgendwann hatte er so ein Erleuchtungserlebnis, wo dann ganz viele Kühe zum Schlachten abtransportiert wurden. Und da kam der, also er hat das ja schon ganz oft gesehen, er ist ja damit groß geworden. Und dann kam der Schlachttransporter und der hat die Tiere da drauf gedrescht, die Kühe. Und die letzten 15 sind nicht mehr drauf gepasst, trotz Schieben und Drücken. Und dann hat er gesagt, so jetzt ist Schluss, hier mache ich einen Strich drunter. Sind dann sofort Veganer geworden, da oben auf dem Hof. Haben die letzten 15 Kühe einfach auf der Weide stehen lassen, haben gesagt, ihr dürft jetzt hier euer Leben fristen, ihr dürft jetzt hier glücklich sein. Und so ist das Kuhaltersheim geboren auf der schönen Insel Butjadingen. Und ich bin schon das ein oder andere Mal da hochgefahren, habe meine Gitarre mitgenommen, habe mich auf die Weide gesetzt und habe den Kühen ein paar Lieder vorgesungen. Tiere sind da sehr sensibel, auch für Musik. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, da neben den Tieren zu sitzen. Die hören wirklich sehr aufmerksam zu, mehr als manch ein Mensch, muss man sagen. Aber ihr hört natürlich auch ganz hervorragend zu. Was machen die auf Hof Butenland? Da habe ich schon viele Geschichten gehört. Gibt es einen Bullen, den Mattis. Das ist ein ganz tolles Tier. Der hat nämlich eine tolle Lebensgeschichte. Seine Mutter... Ja, ich fange anders an. Die von Hof Butenland standen auf der Weide und haben mal wieder täglich sowieso Kühe gezählt und haben sich gedacht, sie müssten schon verzweifeln an ihren Mathekenntnissen. Irgendwie sind immer 35 Rinder statt 34 Rinder rausgekommen und haben dann gemerkt, dass sich da einfach eine Kuh dazu gemogelt hat. Da ist nämlich vom Nachbarshof die Mutter von dem Mattis einfach ausgebüxt und hat sich auf die Weide von Hof Butenland und sie war zu der Zeit trächtig mit dem Mattis. Und auf Hof Butenland haben sie den Kodex, welches Tier es aus eigener Kraft auf den Hof schafft, darf hier bleiben und wird verkauft. Und so ist der Bunne Mattis eine Kuh, eine der wenigen, die vor 3 Jahren komplett in Freiheit das Licht der Welt erblickt hat. Und ich finde, das gibt schon ganz schön viel Hoffnung. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein und ein kleines Zeichen. Aber wenn man möchte, kann man diesen Hof unterstützen, indem man zum Beispiel Kuhpatentante oder Onkel wird. Ich bin selbst Kuhpatentante und man kann dann einen kleinen Betrag spenden. Man kann auch für eine Tiergruppe spenden. Es gibt auch alles andere an Tieren, Hühner. Man kann eine die Gruppe Bärbel oder sowas übernehmen. Enten, Gänse, Schweine haben sie dort auch. Und da kann ich vielleicht nachher auch noch mal ein paar nette Geschichten zu erzählen. Ich habe so viel im Kopf, ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen kann. Mal überlegen, was gibt es denn noch Schönes? Ach, ich spiele erstmal einen Song. Auf jeden Fall habe ich auch immer mal so im Privaten das Interesse, da mich so ein bisschen in das Tier hineinzuversetzen. Und als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, habe ich mich tatsächlich mit dem Huhn beschäftigt. Und ich dachte auch immer, ich finde das ganz schön. Früher haben wir immer die fröhlichen Lieder vom Bauernhof gesungen. Ne? Mittlerweile müssen wir das ein bisschen ändern. Ich habe die Idee gehabt, Kinderlieder zu nehmen und sie umzuschreiben. Und den Rest hört ihr selbst.